Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und dann mache ich mein Gebet, 20 Minuten. Und dann gucke ich, was am Tag alles auf mich durchkommt. Dann gucke ich Nachrichten und dann lese ich Zeitung. Und dann bin ich am Sekretariat. Im Sekretariat, da schlägt der Bolz. Da kommen die Leute. Da hat die Leute verschiedene Momente, die ich mit ihnen ging feiern. Wir haben das alles fest. Und dann ging ich mein Weg. Was meine ich dann? Ich gehe Leute besichern. Mit dem Tagsbegräbnis am Weekend. Kantaf. Dann Gottesdienste am Sommer sind noch Hochzeiten. Uwes, da sind Vereine im Programm. Generalversammlungen, Komiteen, Gremien von der Kirche. Alles das muss an einem großen kommunikativen Prozess geschehen, weil es geht nicht allein. Wir können nicht mehr am Team funktionieren. Tags bin ich gefragt, war das heute ernst wie früher? Heute ist alles kollegial. Heute ist ein Prozess von der Kommunikation. Heute gehen Decisionen zusammengeholt, an den Gremien geholt. Früher kann ich mir vorstellen, dass ein paar Stunden gesagt so was. Da wird so gemerkt, die Menschen in der Rode, was hier gedauert wird. Mir heute muss mir gucken, was hätten die Menschen gern. Aber wie kann ich mit ihnen ins Gespräch kommen und wie können wir gemeinsam das pastorale Leben an unseren Pfarrverbänden auch beleben? Hier an meinem Rektor verläuft die Autobahn. Da kommen die Leute aus Deutschland, dann sie fahren Richtung Zentrum. Das ist für mich ein schöner Platz, symbolisch wichtig, ein Brick. Da stehe ich tags und dann erinnere ich mich an die Lebenswehr von den Menschen. Alle Menschen sei weh. Und alle Menschen rennt sei weh. Und als Pastor ist es doch meine Aufgabe, auf dem Weh da zu stehen und den Menschen nur zu lauschen. Das ist die Idee, nicht Zeit. Da schwätzen wir ein bisschen zusammen. Kennst du nicht den, den etwas kennt? Wusst mich keins beroden, wie ich das oder das soll machen. Das sind die Momente, die mir dann auch oben durch den Kopf gehen, wenn ich die Bilder von meinem Dach sehe. Weil es sind die Momente, wo ich den Menschen konnte authentisch begegnen. Zum Leben an unseren Pfarrverband, zu Hesper, zu Freising und noch zu Bietburg-Hünschering, da gehe ich ein administratives Zentrum. Und an dem Zentrum, da schafft eine Equipe. Also delegieren, Vertrauen haben, kommunizieren, partizipieren lassen, dadurch geht Motivation herab und dafür kann ein kleiner Kipp ganz, ganz viel erreichen, mehr wie ein Großteil von Menschen, die just individuell rundherum laufen und die sich dann nicht verdrohen. Wir sind noch bei der Dekanatskirche zu Bietburg gekommen. Ein Dekanat ist ein Ensemble von Pfarrverbänden. Und als dessen ist es meine Aufgabe, für Synergien zu schaffen, für mit den anderen Pfarrverbänden Kontakte zu pflegen, für die Leute, die da schaffen, zu encouragieren. Für eine Dekanatskonferenz aufzuhalten, müssen wir zwei pro Jahr, auch für die Dörbisch hier an der Gegend zu koordinieren und Konsinnen, die bis zum Eis geht, für die ihr Stück hier umzusetzen. Ein wichtiger Teil von meiner Arbeit ist das auch die Erhaltung von der Kunst. Dafür sind wir hier an einen kleinen Dorfkirche auf Helling gekommen. 1812 steht bei uns drauf. Ein Band dran ist die Kunst. Ein Bild aus dem Jahr 1771. Ein Bild, das sein Weg gemacht wird, aus der Dreifaltigkeitskirche in der Stadt, die wird Michelskirche bis dann hier auf Helling, ein altes Kreuz von 500 Jahren. Alles Sachen, die müssen erhalten gehen, die auch viel wert sind, wo die Menschen noch drauf halten, wo die Menschen noch die Restauration unterstützen. Zusammen wird die Restauration da gemacht mit den Gremien, den Gemengegremien, staatlichen Gremien, mit dem Kirchenrat. Da muss alles am Dialog geschehen. Finanzament muss gesichert gehen. Ja, auch das ist ein wichtiger Teil von meinem Leben. Da bin ich im Käfig. Und in den drei Pfarrverbänden, wo ich arbeite, sterben im Jahr 180 Leute. Und hier verbringe ich auch viel Zeit. Hier hält Wissenschaft ab. Hier zählt nicht mehr dann in das Zwei. Aber hier zählt die Denfertsen, sie gehen auf Frauen, die das Leben stellt. Wo komme ich her, was soll mein Leben, wo gehe ich ein Kerl hin? Und Christentum hat da richtig gut Antworten drauf.